Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute geht es um die Sita. Das Einkaufszentrum Sita liegt im Herzen von Playa del Ingles, besonders bei den deutschen Urlaubern beliebt. Hier findet ihr Geschäfte, Bars, Kneipen und Restaurants. Im ersten Stock befindet sich die Bierstraße. Dort kommen Fußballfans nicht zu kurz. Zu hören gibt es hauptsächlich Schlager. Im Keller finden wir einige Clubs, Kneipen, Swingerbars und die Gay-Szene ist hier auch vertreten. Eröffnet wurde die Sita 1970 und verfügt über ca. 23.000 Quadratmeter, also nicht klein. Ja, und dann die Sandia ist ein kleines Einkaufszentrum unweit von der Sita. Es gibt etliche Bars und verschiedene Restaurants. Auch Live-Musik wird geboten, DJs und Modenschauen. Das Publikum ist hauptsächlich deutsch und man hört viel Schlager. Auch gibt es Übertragungen von Sportveranstaltungen. Ja, die gehören mit so zu den ältesten Einkaufszentren hier auf der Insel, hier im Süden. Wir haben noch ein paar mehr, darüber werde ich auch noch berichten. Ja, ich bedanke mich bei euch allen, wie immer. Vielen Dank für die Kommentare und ich sage hasta mañana.